Hallihallo zusammen, um ein bisschen Werbung für unseren eigenen Server zu machen, welcher mit einer 8-Core CPU und 24 GB RAM arbeitet. Allein für diese Map verbinde ich das Ganze mit dem Tutorial für die Kettensäge. Die Kettensäge, auch Chainsaw genannt, sieht so wunderschön aus. Klasse, oder? So, und die findet ihr hauptsächlich, beziehungsweise fast nur in solchen Farmgebäuden, wie ihr eines vor mir seht. So. Die Kettensäge ist, wenn ihr sie findet, leer. Da passiert nicht viel. Um die Kettensäge zu befüllen, benötigt ihr Folgendes. Einen Kanister, wie man ihn kennt. Einmal Motoröl. So, wie geht das hier? Rechtsklick auf, genau, auf das Motoröl. Und dann kann ich das mit dem Benzin mixen. Bekommen dann so eine wunderschöne Zweitaktmischung, die wir dann gleich in die Kettensäge füllen. Fill Chainsaw. Fehlendes Werkzeug, Werkzeugkoffer. Das ist ja wieder klasse für ein Tutorial. Das regeln wir mal eben. Da bin ich auch schon wieder. Nachdem wir das Benzin mit dem Öl gemixt haben, haben wir einen Kanister gemixtes Benzin. 20 Liter enthält dieser. Rechtsklick, Fill Chainsaw, Kettensäge füllen. Ich glaube 4 Liter füllt er dann rein. Ihr könnt also mehrmals eine Kettensäge füllen. Mal gucken. Wieso ist er jetzt weg? Ah, da ist er wieder. So, jetzt haben wir noch 16 Liter drin. Also jeweils 4 Liter macht er in die Kettensäge. So, dann wollen wir das Ding auch mal ausprobieren und bewegen uns jetzt darüber ins Wäldchen. Bis gleich. Ach, scheiß drauf, ich nehme euch mit auf die Reise. Unser Server, wie vorhin erwähnt, ist wirklich gut ausgestattet, hat ordentlich Power und bietet sehr hohe FPS, wenn ihr zockt. Leider Gottes kann ich euch das gerade hier nicht zeigen, weil mein Rechner, wenn Fraps läuft, nahezu in die Knie gezwungen wird. Dennoch habe ich hier außerorts um die 60 bis 70 FPS, innerorts auch immer 10 bis 15 FPS mehr als auf anderen Servern. Probiert es doch einfach mal aus. In der Beschreibung gleich werde ich die ID und so weiter bekannt geben. So, jetzt sind wir auch da, kann ich da quasi fast schon einstellen. Mal gucken, ob ich die Headset mit habe. Habe ich. So, Dille, jetzt vergleichen wir mal die Axt mit der Kettensäge. Hacken hier ein bisschen aufs Bäumchen. Halten mit der Axt lediglich Holz. Und schauen mal, wie lange es dauert, bis dieser Baum gefällt ist. Ja. Ihr seht, das ist recht mühsam, das Ganze. Man muss die ganze Zeit den Finger auf der Maus halten. Unheimlich anstrengend. Es dauert wirklich ewig, bis ein Baum fällt. So. Schläge habe ich jetzt nicht gezählt, aber ich habe eine Vorstellung bekommen, wie lange es dauert, mit einer Axt einen Baum zu fällen. Jetzt fällen wir ein Bäumchen mit der Kettensäge. Da bin ich wieder. Auf geht's. Stirb, Bäumchen. Zack, der Baum ist platt. Und mit der Kettensäge erhalten wir gleich Lumber, also Sperrholz ist Plywood, Lumber sind Planken, Holzplanken, sag ich einfach mal, die ihr wunderbar zum Basebau benutzen könnt. Wie viel haben wir hier erhalten? Gucken wir mal eben rein. 11 Stück, ja, nicht so viel, liegt allerdings am Baum. 11 bis 20 Lumber erhaltet ihr pro Baum, so um den, im Durchschnitt. So, das war's mit der Kettensäge. Ich bin raus. Tschö.